Jo, was geht ab, Motherfucker? Hier ist wieder Franz Fuchs bei Lego Jurassic Park Time. Einer meiner neuesten Videos hat in weniger als 24 Stunden über 70 Aufrufe erlangt. Und jetzt, wo ich dabei bin, werde ich die Kuh jetzt richtig melken. Und bevor es losgeht, möchte ich mich kurz bedanken für die über 70 Aufrufe. Das habt ihr richtig gut gemacht. Okay, es waren mehr Dislikes anstatt Likes zu meinem TLAN-Video, aber dennoch. Endlich ist es das erste gute Video nach Monaten, denn das letzte Video, was so viele Aufrufe gekriegt hat, das ist schon mindestens 5 Wochen her. Und ja, ich freue mich dann auch über Dislikes, denn Klicks bleiben Klicks und Kommentare waren auch dabei. Und guck, dahinter ist eine Kletterwand. Kletterwand, Kletterwand. Flaschenpfand, Straßenrand, jeder wird krank, Klettenrand. Das war einer meiner schlechtesten Songs. Ich weiß, wir sind bei einer Sendung, aber ich muss kurz eine Botschaft vollmitteln. DevGamerNiltCo ist zurück. Ohne Scherz, er ist zurück. Nach über einem Monat macht er jetzt wieder Videos. Und ich schlage euch vor, klickt seine Videos an und schreibt einen positiven Kommentar darunter, denn endlich ist er zurück. Mir hat er richtig gefehlt. Ja, also wie gesagt, ich mache mir nichts aus diesen vielen Dislikes, denn es gab da noch zwei andere große Videos von mir, die hatten anfangs auch mehr Dislikes und jetzt haben sie mehr Likes. Das wäre einmal The Song und das andere wäre 5 Wege, wie man länger wach bleibt und beide haben mittlerweile viel mehr Likes als Dislikes. So, jetzt muss ich aber kurz ernst bleiben, ich muss auf Zielscheiben schießen. So. So. Und immer weiter zielen, mein Kollege. Immer weiter zielen. Jetzt nur noch die eine da. Gut gemacht. Also ich muss sagen, ich höchstpersönlich würde Angst kriegen bei einem Jurassic Park. Denn die eine Szene, da wo der eine Typ beim Scheißen ist und dann von einem Dinosaurier gefressen wird. Ja, stellt euch vor, ihr werdet mitten beim Scheißen gefressen. Das ist furchtbar. Qualvoll und furchtbar. Also ich muss sagen, die Kulisse hier erinnert mich irgendwie an den Film Battlefield Earth mit John Travolta. Kennt ihr noch John Travolta und Battlefield Earth? Na gut, den ersten vielleicht, aber den Film glaube ich nicht. So, und jetzt nutze ich die Gelegenheit, um Kackendreist Schleichwerbung zu machen. So. Mach erstmal den Ton aus. So. Kennen Sie das? Sie sind mal wieder übermüdet, aber wollen nicht schlafen. Tja, ich habe die Lösung. Hot Blood Energy Drink. Der Energy Drink mit dem Kokosgeschmack. Den können Sie unter anderem bei Action kaufen. Klar stimmt es, dass man von Energy Drinks zum Beispiel Nierenversagen oder andere Symptome kriegt, wie zum Beispiel Aggressionsprobleme oder dass man gar nicht mehr schlafen kann. Aber hey, was will man schon aufgeben für den ultimativen Kick? Denn seien wir mal ehrlich, es gibt schlimmere Probleme, wie zum Beispiel Filme mit Hulk Hogan in der Hauptrolle oder zum Beispiel einen eingerissenen Zehennagel. Dagegen ist so ein Energy Drink gar nichts. Also trinkt das Zeug so, als ob es Tic Tacs wäre. Nichts, was ich hier sage, macht gerade Sinn, aber egal. Solange ich das Video auf 4 Minuten strecke. Ihr seht, in der heutigen Ausgabe passiert viel nichts. Ja, deshalb ist LJPT mein schlechtestes Format auf diesem Kanal. Oh, guckt mal, wie süß, da ist ein kleiner Teddybär. Oh, niedlich. Yep, und das war's auch wieder mit Lego Jurassic World. Ich gehe jetzt noch die Kuh melken für ein paar Klicks. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und McDonald hat eine Farm, E-I-E-I-O. Und auf der Farm, da gibt es Schweine, E-I-O-R-O. Die machen, hier, die machen, da, die machen, immer wieder machen, da. Und McDonald hat eine Farm.